Ja, wunderschönen guten Morgen. Hier ist euer Robin Molk und die Marquantik. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man auf Dorsch und Heilwut kurbelt. Da gibt es einiges zu beachten, aber dazu später in der Praxis mehr. Jetzt haben wir erstmal 15 Kilometer Fahrt vor uns bis zum Spot. Also gar nicht lang schnacken. Los geht's. Ja, hier am Spot ist angekommen, gerade am Runterlassen. Hier haben wir jetzt ein Plateau, was so 25 Meter ist und dann an der Kante auf 50 abfällt. Und hier machen wir erstmal das normale Vertikalkurbeln. Das heißt, man lässt den Köder im Prinzip nach unten auf dem Boden, kurbelt ihn 20 Meter hoch, lässt ihn die Kante wieder nach unten, zieht ihn wieder nach oben. Und so sucht man praktisch das ganze Gebiet flächendeckend gut ab und findet dann hoffentlich seine Fische. Das Ganze kann man natürlich dann auch später horizontal machen. Das zeigen wir euch dann später etwas im Flachen. Das geht so bis 20 Meter. Und das ist dann wie beim Hechtangeln, dass man im Prinzip eine große Fläche rund ums Boot absucht und seine Fische so findet. Ja, mal kurz was zur Technik. Wir lassen natürlich den Köder bis auf Grund ab. Dann, wenn er unten angekommen ist, sollte gleich soweit sein. Füge zu. Jetzt ist er unten angekommen. Und dann kurbeln wir das Ganze so 10, 20 Meter nach oben. Dafür benutzen wir die neue Seabraid Multicolor. Sieht man sehr schön, wie weit man schon gekurbelt hat. Hier nehme ich immer die Farbe, wo ich gerade angefangen habe, und zwei Farben plus sind 20 Meter. Die kurbel ich immer nach oben und dann lasse ich wieder nach unten. So sucht man die Spots vertikal in der kompletten Wassersäule gut ab. Guter Einschlag. Da ist ein guter Fisch eingestiegen. Hat den schön, den Wreckershed Fire Tiger, schön genommen. So, da müsste der Fisch gleich kommen. Eine Farbe noch. Von unten gehakt, deswegen hat er sich gut verkauft. Ja, der erste Fisch hat sich besser angefühlt, weil er von unten gehakt war. Aber es ist trotzdem ein schöner Dorsch. Ich freue mich und da kommen jetzt auch noch ein paar bessere. So, Fisch ist versorgt. Weiter geht's. Traumwetter heute. Steht so viel Kleinfisch unten, ich komme gar nicht durch. Bleibt der Köder oben drauf liegen. Fisch. Ja, klassisch. Runterlassen auf Grund, 10 Meter ankurbeln, schön eingestiegen. Das ist halt gerade die Methode, gerade so im Frühjahr jetzt, wenn man noch nicht weiß, in welchen Tiefen sie stehen, richtig die Tiefen schön rauszufinden, richtig Fisch zu suchen. So, da kommt er. Oh, ein Pollack. Ha. Der erste Vorlag für diese Saison. Der geht natürlich auch beim Kurbeln. Ich dachte aber nicht, dass die jetzt schon da sind. Aber freut mich natürlich, ein bisschen Abwechslung hier. Schöner Fisch. Gehen wir jetzt schön auf den 20er Berg drauf. Ja, mal kurz zur Kurbelgeschwindigkeit, die wir hier benutzen. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf eure Ruten und Rollengröße an. Fisch. Und reingehämmert. Ich wollte gerade ein bisschen Erklärung filmen. Schlägt der nächste rein. Und der ist wohl etwas besser, ja, ja. Der ist etwas besser.
Ah, guter Fisch, denke ich. Solche Drills machen Spaß. Ja, da kommt der Fisch. Der ist doch schon mal schön. Ja, so sollen sie schon mal aussehen. Das ist so richtig schöne Größe. Freut mich. Aber wieder richtig beim Kurbeln 10 Meter über Grund eingestiegen. Mal kurz jetzt nochmal zur Kurbelgeschwindigkeit. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Schön mittlere Geschwindigkeit. Der Butt und die Dorsche, die verfolgen ihn oft lange und die attackieren dann meist brachial. Die Bremse sollte zu sein, damit man den Anschlag gut durchkriegt und dann lieber im Drill aufmachen und ja, das ist das ganze Geheimnis. Boah. Hier steht jetzt echt gut Fisch, gerade runtergelassen. Ja, der kann besser sein. Ja, der ist besser. Gute Kopfschläge. Der hat mehr Masse als die anderen. Der ist schon schön. Kommt der Fisch. Ah, ein guter Dorsch. Oh ja. Geil. Schön, schön, schön. Da freue ich mich. Der hat schon Gewicht. Geil. Geil. Beim Abfallen, Höhen hochgekurbelt, abfallen lassen und schön genommen. Richtig schöner. So, da es vertikal richtig gut geklappt hat mit Dorsch und Pollack, versuchen wir es jetzt richtig mehr gezielt auf Halbut. Dazu haben wir ein Sandplateau angefahren, 25 Meter Tiefe. Das ist so ideal, 25, 20, 15 Meter. Und machen jetzt das horizontale Kurbeln. Wir werfen in die Abdrift, lassen auf Boden sinken und kurbeln ihn dann zum Boot. Ab und zu noch einen Spinnstaub nochmal absinken lassen. Das ist wirklich die gezielte Angelei auf Halbut. Aber ihr wisst, wie es ist. Halbut angeln kann man auch eine ganze Woche machen ohne Fisch. Es ist ambitioniert, aber wir bleiben am Ball und probieren hier einen zu kriegen. Flo. Boah, sieh jetzt echt schnell. Also ich dachte, jetzt hätten wir den Halbut. Also hier gerade einen richtigen Biss mit einer richtigen Flucht. Und dann ist es aber leider kein Halbut. Aber was will man, das sagt man leider. Also, es ist ein schöner Pollack geworden. Hat den auch voll attackiert. Ich dachte jetzt echt, jetzt hätten wir ein Halbut hier auf dem Sandplateau. Mit dem Pollack hier habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber schön. So, jetzt machen wir mal einen Köderwechsel. Der Fire Tiger hat schon sehr gut performt. Aber ich denke, ich werde jetzt nochmal auf den Slim Jim in Carrot wechseln. Ganz allgemein zu ködern. 16 cm bis 20 ist ideal. Am Köpfen, je nach eurer Route abgestimmt, von 60 bis 120 Gramm. Das hier ist der Big Eye Head von Aquantic. Damit deckt ihr eigentlich alle, sowohl das horizontale als auch das vertikale Angeln ab.
So, zeigen wir den mal hier aus. Zack. Mau ihn rein. So. Und jetzt sind wir immer noch voll motiviert. Wir haben immer noch ein paar Stunden Zeit. Jetzt holen wir uns den Boot. Jo. Beim Horizontalkurbeln, gerade beim Absinken lassen, guter Fisch eingestiegen. Zum Stillstopp gemacht, dann kurz attackiert und dann hat er nochmal weggehauen. Ein schöner gefärbter Tangdorsch. Richtig orange, golden. Schöner kleiner. Oh, look, Nachläufer. Ah, ich lasse ihn nur abfallen. Ja, vielleicht zieht man auf der GoPro. Ey, Halbutangeln ist manchmal echt so frustrierend. Es ist genau wie vor 2 Jahren. Da hatten wir da richtig die Aktion bis vors Boot. Oh, Flo. Kescher, fall dich. Das ist kein Dorsch. Jetzt habe ich gecheckt. Nein! Da war ein Halbut, um die 1,40 würde ich schätzen. Hat sich ein Dorsch gepackt bis hoch. Und oben war ich zu langsam mit dem Kescher, hat dann losgelassen. Leider hat es gerade nicht geklappt, aber für euch mal so als Tipp, solltet ihr einen Nachläufer haben bis ans Boot, einfach den Bügel nochmal aufmachen. Den Gummifisch nochmal fallen lassen, dann denkt der Butt, dass die Beute flüchtet und packt im Normalfall nochmal nach. Ziemlich oft klappt das. Ja, und jetzt werden wir aber nochmal die Stelle wechseln und nochmal einen neuen Platz versuchen. Zum Abend hin noch ein paar schöne Fische fangen, hoffe ich. Und dann war's das für heute. So, machen wir nochmal den letzten Platz für heute. Ja, wir sind jetzt so aus den Inselgruppen etwas rausgefahren, wieder ein bisschen weiter raus auf ein neues Plateau, 20, 25 Meter. Und hier probieren wir uns jetzt noch einen schönen Abschiedsfisch zu holen. Das Wetter ist natürlich traumhaft jetzt, wenig Drift, weil wenn man wenig Drift hat, ist es auch sehr gut mit Werfen, weil dann fächert man natürlich eine wesentlich größere Fläche ab, als wenn man nur unterm Boot angelt. Deswegen ist das ist auch ein sehr großer Vorteil vom Werfen. Und dann ist er gleich drauf. Schön reingekurbelt und drauf getockt. Bilderbuchmäßig. Aufs Plateau, bei wenig Drift werfen, ankurbeln, schön die Wassersäule absuchen. Biss. Und hier kommt ein schöner Dorsch. Oh, die Farbe ist auch wieder traumhaft. Schaut euch die Farbe an. So wunderschöne Tiere. Bilderbuchmäßig gebissen, geworfen auf ein 25 Meter Plateau, die Wassersäule durchgekurbelt und 10 Meter über Grund ist er eingestiegen. Ein wunderschön gefärbter Fisch, traumhaft.
Ja, mustergültig eingestiegen. Wieder. Und der ist gut. Der ist gut, glaube ich. Ja, der macht gute Kopfschläge. Das ist einer von den besseren. Geil, ey. Das ist doch wirklich Traum. Wetter, Fisch. Hammer. Was für ein Schön. Den Slim Jim auch wieder voll genommen, ey. Komplett weginhaliert. Hammern. In den Abendstunden jetzt hier nochmal eine richtig geniale Angelei. Hammerbisse und Traumfische. Ja, wir sind am Ende des heutigen Angeltags angelangt. Ich möchte euch jetzt nochmal das Gerät vorstellen, das ich zum gezielten Angeln auf Dorsch und Heilbutt benutze. Das ist die Soulchat Heilbutt Spin in 2,55 m. Schönes, straffes Gerät. Die hält im Heilbutt gut stand. Die Rolle, die ich gewählt habe, ist eine Akku Jig 6000, bespult mit der neuen Seabraid in Neu 18. So ist das eine echt schöne Kombi, die man auch den ganzen Tag ohne Probleme in der Hand haben kann. Ja, ich hoffe, auch wenn wir keinen Heilbutt gefangen haben, das ist normal nicht jeden Tag, dass ihr Wissen mitnehmen konntet, dass ihr was gelernt habt. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß habt beim Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und ciao, euer Robin vom Team Aquantik.